Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück in einer weiteren Folge von Xenoblade Chronicles 3. Ja genau, Lenz. Beim letzten Mal haben wir angefangen, Colony Tau ein bisschen zu helfen. Dabei haben wir eine Heldenmission freigeschaltet mit einer weiteren Konsolin, die tatsächlich im Gegensatz zu den anderen Konsolen echt nett wirkt. Aber lassen wir uns nicht vom ersten Schein trügen. Das muss nichts heißen. Sie könnte sich ja trotzdem als eine fiese Frau darstellen. Beziehungsweise im Puppen. Und an die Stelle will ich übrigens eben kurz anmerken, ich habe zwischen den Parts jetzt mal was gemacht, nämlich hier bei Missionen, hier mal diese ganzen Kollektionskarten, diese einmaligen Belohnungen, die habe ich mir mal gegönnt. Also ich habe dafür mal diese Nopo-Münzen ausgegeben, mir ist das nie aufgefallen, dass ich die hierfür ausgeben kann. Und ich habe damit hier mal, wie ich es jetzt gerade vorführe, mal die Harmonie so ein bisschen zwischen den ganzen Kolonien mal ein bisschen höher getrieben. Ja, und halt auch mal die ganzen einmaligen Dinge abgesammelt. Und ich habe auch schon mal hier diese neuen Items, die wir letztes Mal gekauft haben, auch mal ich zugeordnet, weil ein paar von denen waren echt nützlich, beispielsweise hier gegen ohnmächtige Feinde mehr Schaden zu machen. Und das wollte ich auf jeden Fall drin haben. Ich habe dabei auch gesehen, beim Seelenbaum, ich habe eigentlich genügend Punkte, um wieder hier Fähigkeiten zu kaufen. Notlagenchance, das haben wir. Ich finde, den Strang hier unten brauchen wir noch nicht. Das wäre praktisch. Die Megadrehung ist die Fähigkeit, die ich hier schon verwende, ne? Die ganze Zeit. Das hier gönne ich mir aber auf jeden Fall. Weil ich will das hier haben als nächstes. Okay, Mio konnte ich nichts verbessern. Bei Yuri können wir das ausbessern. Dann können wir den Hütenzuwachs generell auch aufbessern. Regeneration für alle finde ich ganz nützlich. Das würde ich ihm auch direkt ausrüsten. Bei ihm gönne ich mir den massiven Schutz. Und Sender können wir die Angriffskraft ruhig erhöhen. So. Und bei Taiyun wollte ich ja diese eine neue Technik jetzt sogar sofort ausrüsten. Vergängliche Form. Dann würde ich sagen, dann packe ich mich jetzt aus dem Bild, weil da kommt jetzt höchstwahrscheinlich eine Sequenz. Ist das genug für dich? Wonderful, my dear Uroberries. Quite the speedy little workers, aren't you? So? How are you gonna use the stuff? We're going to make it into a pulp and throw it into a bonfire. I hear it has the most fragrant aroma. No doubt the creatures will be drawn straight to it. A little assistance wouldn't go amiss. You. Huh? Yes. What a farce. They're drawn to the scent, are they? What is it, Taiyun? You picked up on something? Not exactly. Oh, what is this? Oh, I do so hate the forest. What with all the bugs? Right. Well, they do say that bugs hate smoke. You know the type of insect I hate the most? The creepy, crawly kind. Oh, ghastly things. How about you? Me? I've seen them all before. Can't say they bother me. Oh. Such a tedious little corner of Ionios. Nothing much ever happens around here, does it? No, not really. I'm kind of used to it by now, though. Well, of course you would be. State the obvious.
Why don't you? Oh, right. Sorry, ma'am. Now throw in the plants I gave you, and we should be all set for the preparatory phase. Where are you going, ma'am? Oh, you know, I thought I might witness a little of that Ouroberry magic for myself. The smoke rising from the bonfire acts like a signal flare to indicate the start of battle. Yeah? What's that got to do with... Crap! They're back! Again! What? Looks like you've got your work cut out for you. Oh, yes. You had better live your lives to their very fullest. What? These monsters! Don't ask me! They just showed up out of the blue and started heading this way! These monsters aren't from the forest. Why would they have come in so far? I have my hunches. No point guessing right now. Let's send these guys packing! Was hat sie damit bezweckt? Warum wollte sie, dass diese Viecher hier reinrennen? Okay, mich hab gerade kurz gefragt, weil ich die Liste gerade eben durchgegangen bin, ob ich hier überhaupt die Fähigkeit habe, hier bei denen das anzuschließen, die Fähigkeiten. Ich habe mich gerade übrigens nicht im Bild, weil der Kampf hier nicht sonderlich lang gehen wird. Tactic in this situation is fight first, whine later, mate. Yeah, I know, man. Makes me feel better, though. My dear, sweet little Junebug. I'll tell you what I'm trying to accomplish here. I want to see Colony Tau performing to the very best of their ability. What? I want them to wallow in regret. To agonize, tremble, suffer, rise, convulse, and then die. You see, the look on their faces at that moment. Okay, sie ist keine von den netten. Delectable thing in the world to me. Consul, I don't understand. All that you are, distilled at the cusp of death to a perfect fraction of unbearable humiliation. However, teetering there on the edge of oblivion is also the moment in which you shine the brightest. The terror of death flickering in your minds, fighting madly in the hope that you still might live. A newborn babe could never hope to match that expression of horror. Only the march of time can crystallize those grimaces of wrath and agony, aged to perfection, like a fine wine. They're coming our way, too! Never a dull moment around here. Come now, Junebug. Chin up. I want to see you at the peak of your brilliance. I can't savor your emotions if you don't ripen to your fullest now, can I? Miststück. I need you, Mia! Sparks! They got Roland. Somebody go and help the poor soul! How in the... Are we snuffed then? Is this it for us? Stay calm. There's still a glimmer of hope. There aren't as many monsters as before. It's doable. Keep pushing them back. We'll try. Ouroberries are a force to be reckoned with, aren't they?
hadn't factored them in. But I did get a taste of fear and despair. Hier hau ich gleich so eine runter. You must have felt such sweet relief when they broke the flame clock. How does it feel to have all that taken away from you? You'd better pick up the pace, or my little monsters will flock to you like a free meal. Wenn die essbar sind, könnte man die dann nicht futtern? Vom Prinzip her wäre das dann eine Nahrungslieferung. I think it's a little late for that. Positiv erzählen, ne? But I never thought you were so brazen as to do this openly. When you crush and burn those plants, they make the most irresistible aroma for monsters. So you lied about getting rid of them. I said that nuisances had to be removed. Who said anything about monsters? I was hoping to remove everyone save little Junebug here and make way for new growth in the forest. You don't have to spout a load of shite, you know that. I was hoping to see them savaged by hungry beasts, but oh well. Your efforts have managed to ruin a perfectly good tragedy. Again. Again? Did I not mention? Not a few days ago, I recall that you intervened. I was hoping to cull some fruitlings before their homecoming. Ah, the monsters from before. Yes, that's it. That's the way. It's the monsters that you encountered on that fateful day. The very same. Yes, I led them there myself. If they had feasted on your husks, I could have thrown them into the colony and given you such a fright. Why? Why would you think of doing such an awful thing? I took you to be smarter than this, Junebug. Be a dear and fire up those synapses for me. Weil sie eine Sadistin ist. I was ready to accept their fate. I settled on the monsters as the best way to deal with that. I thought perhaps if you were to see your friends torn apart before your very eyes, it might give you the stimulus you need. Ich hau dir so hart eine runter gleich. You're beyond help. When the flame clock was destroyed and you were given the chance to live, you also came to fear death and gained the ability to suffer as you are doing right now. You've done well, my little Uroberries. Yes, indeed. The look on your faces is not something so easily reproduced. Ah, how long I've waited just to see those contortions. The perfect moment. Once matured, then savored. I'll not let you die easily. I shall see to that. You consoles are all the same, aren't you? Außer ein. You toy with people's lives like this. You think this is fun? Oh. I just love teasing my favorite playthings. Is that really so difficult to understand? Well, it's been lovely talking to you, but I'm afraid time's getting on. If you despise me so much, slay my little pets and try taking me on yourselves. Ach, noch mal drei von denen. Jetzt bist du dran. My, you really defeated them? All of them? Well, you're nothing if not tenacious. If you stay away from our colony without interfering, just as you always have, I'm willing to let bygones be bygones. Without interfering? You really are a model child, aren't you? I told you, I consider myself the assiduous type. Why do you think that so few make it to homecoming in this pit that none know about or care about? Why do you think there are few threats to your colony, yet your flame clock teeters on the brink of collapse? Let me explain it to you in simple terms that even you will be able to understand. I made it that way. It was by my design. What?
are the lowest of the low. I had the soldiers die when approaching their final term. I conceived your peculiar traditions, and I sent monsters to you. And when your numbers were culled just enough to maintain the colony, I sent you new recruits. When you lacked a source of life with which to fill the clock, I placed monsters of adequate strength for your succor. And it has all been for this moment. Oh, the length. Diese Sadistin hat einen Schlag ins Gesicht verdient. I cannot begin to understand you. Countless hours of painstaking effort went into this. But I am so very glad to have met a soul like yourself, little Junebug. Even your rage brings me delight. The fact that you want to kill me where I stand, even more rapturous. I shall contort your face into an expression of pure agony. I shall tear down all that you are. The people of Colony Tau have been fighting just to survive day to day. We won't allow you to have your way anymore. This ends here. Yes. Wie viele von diesen Konsolen habe ich eigentlich mittlerweile auf dem Gewissen? Weiß das irgendwer? Hat da irgendwer mitgezählt? Ich stelle mir diese Frage gerade eigentlich, der wie viele Konsole das ist. You'll have to watch as I slaughter your precious colony Tau before your very eyes. Die ist richtig sick. Aber im Kopf. Let your face twist in agony for my pleasure. Your time's up, console. You need to end a record good dance for me. Ich hau jetzt eine runter. Wir sind 20 Level über dir. Im Übrigen durch die ganzen Karten, also diese Karten, womit man Sachen abgeben kann. Dadurch habe ich auch viel Erfahrung tatsächlich gemacht. Auch Bonuserfahrung. Dadurch konnte ich nochmal ein Level abmachen, falls ihr euch fragen wollt, warum auf einmal alle Level 70 sind. Kann die meiner umwerfen? Danke. Ich mache mir fertig. Darf sie jemand umwerfen? Oh, wie die fliegen kann. Und geschmettert und Angriffskette direkt hinterher in deine Visage. So Leute, der habe ich richtig aufs Maul gegeben. Und ich finde, Juniper sollte das hier beenden, auch wenn das Kommando hier an der Stelle natürlich von Urobos beendet wird, aber trotzdem Juniper beendet. Ich habe diese Angriffskette übrigens richtig eskaliert. Ich habe richtig reingekloppt. My loss. You've such power.
My Ouroboros. Consul Yu. Oh, yes. Now that right there is the face I wanted to see. I'm afraid I won't be dying here alone. I'm going to kill off all your dear sweet friends, one by one. You will remember exactly how they died. And you will regret it every waking moment. Cursing your own ineptitude, wishing you'd done more. Avenged though they were, aimless anger will consume you. How very exquisite the look on your face will be then. She's lost the plot, big time. This was our victory. You don't need to listen to this. Colony Tau. What about them? We made a promise that we'd survive. And so, the Consul's twisted games are something I cannot entertain. Junbak. So you really can make a face like that, too. And now I must wonder, did I do the right thing in the end? I think that that's what life is all about. Searching to find that answer. Yes, how true. Thanks, yet again. Feels like you're always saving our bacon. Sie bekam, was sie verdiente. We're all mates now, remember? Yeah, Lance is right. We're all in this together. Juniper, what's wrong? Life is cruel, isn't it? Just when I stopped waiting for death and began to live for myself, why must it be so hard? It's just as the Consul said, expecting death would have been so much easier. You're not wrong. It's not easy. And it never will be. Sure, but it's still a sight better than doing Spark All and giving up. That's also true. You're right. Life is a struggle, but I think I'd like to go on fighting for a little while longer at least. Nah, you gotta dream bigger. Fight until the bitter end! Perhaps I should. Even without a Consul, our goal remains the same. That's right. And we've got to start by harvesting the crops. Right, yes. We have our hands full as it is trying to look after ourselves right now. Sure. Well, if you ever find yourself having a hard time, we'll be there to help. I'll keep that in mind. Thank you, and see you soon. Damit ist Kolonie Tau endgültig frei. So, jetzt kann ich da bis auf Level 20 gehen. Ich meine, wir hatten hier noch eine Quest, oder? My stomach's growling. Ja, die wollte es denen halt so schwer wie möglich machen, ne? Wenn ich jetzt ein kleines bisschen Harmonie noch drauf bekomme, dann kriegen wir tatsächlich bei Kolonie Tau die 5 voll. Warte mal. Das können wir ja provozieren. Ich gebe hier einfach die Nopa-Münzen ab. Vielleicht ist das ja schon genug. Im Übrigen, bei denen kann ich das nicht. Bei den Nopunkarawanen, da darf man die Münzen gar nicht erst ausgeben. Ja, Kolonie Tau auf Stufe 5. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwas hier freischaltet. Ich meine, dass wir hier noch eine Nebenquest hatten.
Ja, dass ihr halt in einem Wald lebt, ist halt echt fies. Ich kann ja einmal per Karte hier mal eben kurz die Nacht wegskippen. Machen wir einfach mal auf Tag. Und auch mal unsere Mission jetzt hier auch gucken, ne? Hatte ich noch irgendwas von Kolonie Tau? Wir hatten die hier. Ansonsten haben wir halt viel von der City. Und das Novon-Register. Sieht aber nicht so aus, als ob ich hier noch weiter was zu tun hätte. Also in Kolonie Tau an sich. Dann sind wir mit Kolonie Tau wohl offenbar auch komplett fertig. Wenn hier echt gar keiner was von uns will. Obwohl, nee, ich glaube, ich hatte noch irgendwas zum Besprechen. Was ich noch nicht besprochen hatte. I'm starving. Got anything I can eat? Ja, hier, stärkendes Wasser hatten wir. Right then, strategy meeting. Da sind Steroide drin. Also die Harmonie hier ist auf jeden Fall auf Maximale. Wenn danach hier keine weitere Nebenquest ist, wird hier wahrscheinlich auch keine weitere mehr auftauchen. Ich hätte die auf aktiv setzen sollen. Das soll die Quelle sein, die einen stärker macht. Sind irgendwelche Chemikalien vielleicht drin? Die Idee klingt nicht schlecht.
Ach, jetzt darf ich da hinterher laufen. Ah, ich glaube, ich weiß sogar, welche Quelle gemeint ist. Wenn man ja die Treppen da hinten gleich runter geht. So kurz vor dem Colony Tower, da ist dann auch nochmal so ein kleines Becken. Wahrscheinlich ist die Quelle gemeint. Ich gehe lang und sammle mal wieder alles ein, was irgendwie auf dem Weg rumliegt. Ja, die meint 100 Pro die Quelle hier unten. Man sieht es jetzt gerade noch nicht. Wenn man hier so schräg runterschielt, da sieht man das Wasser schon. Ja, sie läuft 1 zu 1 dahin, wo ich meinte. Wenn man da kämpfen muss. Müsste ihr doch dann aber auf dem Weg aufgefallen sein. Dass hier doch eine bessere Quelle ist. Wenn die da lang geht, um Wasser zu holen, die eine. Das war eine einfache Nebenquest. Oh, eine neue Info. Would you believe it? Die Idee, wie man darauf kommen könnte, dass es einen stärker macht, wäre vielleicht, gerade weil sie entweder so einen harten Weg hinter sich dann haben, dass sie sich dann gefühlt stärker fühlen. My stomach's growling. Ich sehe jetzt hier übrigens nirgendwo ein I, doch da. Aber meint, hier sind Is. Ich glaube, Rain wird das Zeitliche segnen. Ist eins davon eine Nebenquest? Also ich werde die Informationen dann nicht mehr heute durchgehen. I'm starving. Got anything I can eat? Ja, das mit Rain ist eine Nebenquest. Dann würde ich die sagen, gehen wir beim nächsten Mal an. Die zweite Quest, die wir heute ja gemacht haben, die ging ja relativ schnell. Die andere hat aber Zeit gekostet. Der Konsul hat auf jeden Fall bekommen, was er verdiente. Ja, für heute soll es jetzt gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, könnt ihr ja euren Job ein Abo und ein Like da lassen, Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.